Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf der Crazy Land. Heute will ich euch mal was, ein kleines neues Fahrzeug vorstellen hier. Habe ich vorhin gesehen auf Mahu und den habe ich mir natürlich auch mal geholt. Ich möchte ihn mal probieren, obwohl er eigentlich für meine Verhältnisse ein bisschen zu klein ist. Also was wir jetzt hier auf der Map brauchen, dann muss ich den mal eben suchen. Ich hoffe, ich finde ihn gleich. Hier habe ich mir gestern geholt, hier Volvo. Werden wir demnächst mal ein bisschen mitarbeiten. Sieht auch sehr nice aus. Muss er ja hier irgendwo an dich kommen. Nee. Wo ist er denn? Das finde ich ja komisch. Moment mal. Wo haben sie den hier reingetan? Ah, da ist er ja. Hier. Den wollte ich mir mal angucken da. Kleiner süßer Citroën habe ich noch in meiner Kindheit sehr viel gesehen. Da fuhren die Dinger auch immer in Hamburg rum. Sehr schickes Teil. Ich werde ihn mal mieten. Also ich habe noch nicht den neuen Mietmod drinne. Ich habe noch den alten. Ich werde ihn mal für 2 Stunden nehmen. Dann können wir mal ein paar Schweine holen. Und schauen wir mal. Wäre vielleicht eine schöne Sache, vielleicht ihn automatisch, weil er ja nun auch so lütt ist, müsste man ihn ja eigentlich ja schön mit ihm laden können. Denke ich mal so. So, ich gehe mal auf C, dass wir mal rausgucken. Und dann schauen wir uns ihn erstmal an. Also, schickes Teil, ne? Ist ja ein Franzose. Aber das ist ja letztendlich egal. Hübsch gemacht. Wir werden mal damit mal zum Hof mal fahren. Wir werden mal schauen, was das denn geht. Also ich hatte ja gestern ja übrigens das, wollte ich noch mal ganz kurz erzählen. Ich hatte ja gestern das Video gemacht mit dem Futter. Und da ist mir jetzt heute Nacht mal so ein bisschen eingefallen, dass ich gerade total vergessen habe, dass man jetzt bei diesem Futtermischwagen jetzt auch Rüben und Kartoffeln mit reinhauen muss. Und das habe ich höchstwahrscheinlich vergessen. Und deswegen ist das kein Mischfutter geworden. Mal dazu. Also er geht ja ganz gut ab, ne? Kann man nicht anders Oha. Oh. Ja, das habe ich gelesen. Das hatte irgendjemand, hatte das geschrieben bei Mordhorst, und da müssen wir mal gucken, wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Da bei dem Mahou, dass er wohl bei hoher Geschwindigkeit, wenn man wohl ein bisschen zu scharf lenkt, dass er wohl den Reifen wegschmiert. Aber gut, das ist ja kein Problem soweit. Oha, das ist natürlich doch schon ein bisschen heftig. Vielleicht sollte einfach noch mal ein bisschen was machen dran. Aber wenn man es einigermaßen, ja, man merkt das schon. Also ich habe ja nur ein Gamepad und er geht doch schon ganz schön zur Sache. So, wollen wir gucken hier. Wir müssen ja da rein.
kalten Hände. Aber sonst geht er eigentlich ganz gut ab. Muss ich sagen. Mal gucken, wie es im Laden geht. Ne? Wollen Sie nicht rein? Da. Befüllung starten. Ne? Wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Dann muss ich ihn jetzt aufklappen. Ist ja schön gemacht, ne? Die Türen gehen hinten auf. So, und nun? Irgendwie wollen sie nicht so richtig. Ich komme ein Stückchen zurück. Nee. Also irgendwie will er hier nicht. Obwohl wir einen ganzen Berg Schweine haben. Haben wir überhaupt Schweine? Wollen wir direkt mal gucken. Moment mal. Aber eigentlich müssten wir welche haben. Tiere. Mastanlagen, schlachtreif. 115 Schweine. Also, welche haben tun wir? Also da gibt es ja nun nichts. Aber irgendwie scheint er die nicht zu nehmen. Befüllung starten. Nee, der will nicht. Wenn wir jetzt weiter reinfahren, dann geht er nicht. Nur zuklappen. Nee, also irgendwas haut da nicht so ganz hin. Verstehe ich zwar nicht, aber vielleicht jetzt. Befüllung starten, aber er macht nichts. Die Tür geht zwar auf, aber kommt nichts rein. Muss ich jetzt aufsteigen? Nee, ne? Das kann ja eigentlich nicht sein. Nö. Das ist ja... Puh, das ist ein Ding. Irgendwie nur zuklappen. Mal sehen, ob ich wenigstens ein Rinder kriege. Ja, eigentlich ist das ein schönes Ding. Aber wie gesagt, es scheint hier irgendwie zu laufen. Jetzt muss ich nochmal Kirche nochmal fragen. Oh, hallo, aber er schmiert schon durch schnell weg. Mal sehen, ob er hier die Rinder nimmt. Machen wir nicht mehr das Tor auf. Ja, aber irgendwas stimmt denn damit. Das ist ja komisch. Also irgendwas haut da nicht so richtig hin. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Denn man könnte ihn ja auch durchaus nehmen für diese Map. Aber leider geht es nicht. Doch, hier geht er jetzt rein. Das ist ja komisch. Mal wollen wir sehen, ob er den jetzt hier annimmt. Rauskippen.
Was wollen wir denn? Wir wollen ja was machen. Also das ist schon mal, das geht schon mal schön von der Animation her. Aber wie man sieht, wir wollen sie auch nichts mit mir zu tun haben. Zu. Das ist aber echt merkwürdig, dass er sich nicht laden lässt. So, das ist gut. Gut. Ich werde den mal erstmal mal hier mal kurz verstehen lassen. Jetzt werde ich noch mal ganz schnell noch mal gucken. Ach nee, das geht ja gar nicht. Ich muss ja erst einen deiner Lehre haben. Warum das trotzdem nicht geht, verstehe ich zwar nicht so ganz. Ich wollte mal gucken wegen der Futtergeschichte. Aber das geht nicht, damit der ja voll ist, das Ding. Also muss ich den noch mal zwangsläufig noch verkaufen. Ja, wie gesagt, eigentlich ein schönes Teil. Ich könnte nochmal versuchen, ob ich von hinten rum, wenn ich hinten rum direkt in den Stall reinfahre, aber ich glaube, das bringt nichts. Sowas wäre übrigens nochmal was Schönes in groß vielleicht als hier. Als Dreiachse oder was. Das wäre mal was. So, dann will mal gucken hier, ob das jetzt da was tut. Nein. Das war ja falsch hier irgendwie. Aber. Nein, das ist doch hier der für die Jungtiere. Da. Aufklappen. Das macht er hier einmal frei. Aber wir können leider nichts einladen. Schade eigentlich. So geht's auch nicht. Ja, dann nützt mir das nicht viel. Ich werfe wieder von Sofas. Von uns warten. Nee. Kommt nix. Schade eigentlich. Ja, die nützt das nichts. Ja, wie gesagt, eigentlich ein schönes Teil. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Also wie gesagt, das wäre nochmal so eine Sache, irgendwie nochmal vielleicht einen schönen Dreiachser für Transport zu kriegen. Das wäre immer was. Und dann müsste natürlich das Fahrverhalten ein bisschen, müsste ein bisschen verbessert werden. Hier. Der geht ein bisschen schnell, ne? Dass er wegschmiert. Also ist schon heftig. Ansonsten sehr schöner Mod. Wollen wir sehen, hoffen, dass von solchen Sachen noch mehr Sachen kommen.
alles ein bisschen arg schnell. So ein Ding wäre auch was für meine, für die Bauersfrau zum Markt zu fahren. Den umrüsten als Imbisswagen. Das wäre was. Und schön da die Gockels verkaufen. Hätte bestimmt was. Gut. Also, wir wollen mal sehen, dass wenn man das wird, dass der denn auf dieser Map dann auch laden kann. Und ansonsten müssen wir uns irgendwie mit den normalen Sachen begnügen, die wir da haben. Aber rennt er, ne? 85. Aber ja. Mehr steuert, dann macht er hier den Slayer. Gut, ich werde immer wieder verscheuern und werde eigentlich mal gleich gucken, geben. So, dann will ich mal gleich mal eben eine Ballengabel kaufen. Ihr habt richtig gehört, ich kaufe was. Und zwar hier bei Diverses. Wir brauchen natürlich nur eine einfache. Wir haben ja hier viele Ballengabeln zur Auswahl. Aber wir brauchen tatsächlich nur eine. Das ist ja auch so ein wildes Teil. Da muss man wohl aufsteigen, dann mit dem Schraubenschlüssel rumfummeln da. Also wenn, dann wäre das die nachher. Wenn wir denn mal mit den Gewickelten arbeiten, werden wir auch irgendwann hier arbeiten mit. Die Palettengabel haben wir schon. Ist sehr schön. Also wir werden jetzt hier nur diese hier nehmen. Und die werden wir auch tatsächlich kaufen. Kostet ja auch nur 800 und da müssen wir nachher noch mal eine von holen für den für den New Holland Telelader. Habt ihr ja schon mitgekriegt, dass ich ja eigentlich ja alles ja mit Telelader mache. An dieser Stelle, ich hatte jetzt hier einen Kurs mal angefahren über Curseplay. Und werde jetzt aber mal das mal außen vor lassen. Also ich fahre jetzt mal per Hand zurück zur Bioanlage. Upside Down hat sie noch nicht gemeldet. Also ich habe noch keine Nachricht von ihm gerade. Also ich habe ihn gestern mal angeschrieben, ob es nicht möglich wäre, eine Option reinzubauen, dass man denn die BGA reinigt und natürlich für einen Obolus 100.000, 150.000, weiß ich, was das normalerweise kostet, aber ich denke mal, das wird sich so in diesem Preisrahmen bewegen, weil das ja ein irrer Aufwand ist. Da werden ja Spezialfahrzeuge gebraucht für. Und man kann das Ganze auch mal sehr gut sehen auf YouTube. Da ist, sind so eine Einsätze also dokumentiert, wo man nochmal sehen kann, was das für ein Aufwand ist.
und dass man somit dann auch die Möglichkeit hat, vielleicht die Anlage zu reinigen und sie dann natürlich gegen Geld, denn höher betreiben zu können. Denn, wie gesagt, ich habe jetzt meinen Tierhof, die ist jetzt schon, ich glaube, 4 Tage ist sie schon so weit schon, also da kriegt die nichts mehr, aber die arbeitet immer noch. Und da wäre es eben schön, wenn man da so eine Option hätte, dass man die dann vorschnell dann praktisch dann reinigen muss, hoffen sie dann mit einer höheren Leistung wieder neu anzufahren. Also diese Palettengabel, die finde ich also absolut schick, die wir haben jetzt hier von, die habe ich jetzt bei der beim Sägewerk im Einsatz, da steht die und damit habe ich also ganz wunderbar arbeiten können. Hier noch ziemlich früh am Tage. Also ich denke mal so, jetzt die nächsten Male wird ja nichts kommen. Also das Feld 15, was ich ja noch kaufen will, das werde ich jetzt mal am Wochenende irgendwie machen. Das werde ich erstmal von 2 Leuten pflügen lassen. Beziehungsweise, ich will mal gucken, da soll eigentlich soll da Kompost drauf. Das wäre natürlich eine Heidenarbeit, aber das sollen wir eigentlich köstlich machen. Weil ich ja auch meinen Spieler erstmal hier abhanden bekomme. Nur mit dem Gucken hier, wir müssen ganz kurz mal eben einmal anstechen hier. Mal sehen, was er jetzt so macht. Ob das immer noch so ist wie beim letzten Mal. Und da war es ja ähnlich gewesen, wollen wir kurz mal gucken. Aha, der macht das immer gar nicht. Hä? Wieso macht der das denn so? Automatisches Laden. Ah so, jetzt können wir, jetzt hat er ihn zu fassen. X. Oh, er nimmt sogar 4. Oh. Immer noch genauso gut wie der andere, bloß jetzt gefällt mir hier natürlich die Marke ein bisschen besser und dass man sich dann nachher auch mal denn die Rundbeingeschichte mal angucken kann, wie die dann vielleicht nachher funktioniert. Da bin ich mal ein bisschen gespannt. Ich werde den jetzt manchmal abklemmen, denn das kommt ja erst beim nächsten Mal dran zum Tragen. Und ich werde dann mal wieder immer die Schaufel dran machen, die brauchen wir hier ein bisschen mehr. Und werden nochmal 2, 3 Schaufeln reinwerfen. In den Rübenschneider, dass wir da auch wieder was haben. Und da muss ich dann sowieso dann mal wieder demnächst mal wieder
einen Kurs einfahren, denn so viel habe ich ja glaube ich gar nicht mehr. 94.000, das ist nicht viel. Oha, hier. Immer kann ich haben, wa? Ja, das ist natürlich ein bisschen. Na, wie wir da wollen. Sieben Tonnen. Na? Das ist ja echt genial, nicht? Also ich finde das ja echt toll, nicht? Dass das so also reinhaut. Aber er hat jetzt wieder 7,5 Tonnen. Ja, ein bisschen komisch, ne? Ich hätte ja welche rausgelassen. Aber das ist schon wieder ein geniales Teil, was er da wieder auf dem Markt gebracht hat. Das ist ja vom Modelleicher, ne? Also kann man tatsächlich rechnen, dass man nur vielleicht 6 Tonnen reinnimmt. Ah, da müsste man mal gucken, ob man mal diesen neuen Modman nimmt. Aber ach, auf der anderen Seite, dann hat man wieder ein Fenster wahrscheinlich, was man nehmen muss. Ich werde jetzt mal gucken mit 6 Tonnen. Oh, da geht er ganz gut mit ab. Auch noch. Oh, aber 6 Tonnen geht gut. Also das finde ich schon. Oh, hier, selbst mit 6 Tonnen hebt er den Arsch hoch. Wahnsinn. Also diese T-Lader, die gefallen mir ja wirklich gut. Ich habe heute meinen Rechner wieder geholt. Da war ein bisschen zum Auffrischen. Neuen Lüfter gekriegt und so. Ja, das kann man sehen, nicht? Also, das ist schon ein bisschen. Auskippen. So, das ist egal. Machen wir mit 5,4. Und jetzt kriege ich demnächst von der Kabel Deutschland neues Modem. Und dann wollen wir mal sehen, ob das denn vielleicht mit dem Server auch besser läuft. Hat man mir so erzählt. Wir werden sehen. Und dann wird es vielleicht auch wieder auf dem Server losgehen. Also das wäre ja nochmal eine Sache, die ich mir echt mal wünschen würde. So, den haben wir jetzt auch immer wieder voll gefüllt. Wollen wir mal sehen, ob er tatsächlich voll ist. Das ist auch eine sehr schöne Anlage hier. Kartoffeln. Rübenschnitzel. Ah ja, hier. Prozent. Ja, das Ding muss ich auch mal irgendwann mal voll knallen, so richtig. Aber
Ja, vielleicht werde ich das mal nächstes Mal machen, dass ich mal einen Hänger voll mal hole. Ich muss ja sowieso was hinbringen. So, nehmen wir mal 5-4. Wenn das dann zu viel wird hier, den Jungen, dann nehmen wir nur 5-4. Zu viel sein, ne? 6 Tonnen. Bestimmt grenzwertig. Aber wenn man vielleicht vorsichtig fährt. Vor allem die Mast muss man rausfahren. Den darf es nicht drin haben. Also es geht schon mit 6,6. Also eine gute Tonne weniger wie Shovel fast. So, haben wir da ein bisschen was reingetan. Dann haben wir nächstes Mal wieder was für den Bunker. Und diesen hier werde ich mal zum Parken fahren. So, und immer ausmachen. So, und nun werde ich mir mal die Bank von Hagenstedt mal holen. Wir haben jetzt 591.000. Kredit. Und dann werden wir uns jetzt mal Feld 15 573.000. So. Feld kaufen. So, Bank verlassen. 17.000 haben wir jetzt noch. So, jetzt wollen wir mal sehen, mal gucken. Also ich glaube, ich werde mir nachher noch mal, wenn ich nachher rausgehe, dann werde ich mir noch mal gucken, ob ich da nicht einen schönen Vierhänger kriege. Hier haben wir auch das Grasfeld. Das werden wir mal am Wochenende uns mal zur Brust nehmen. So, Feld 15 haben wir. Und da werden wir wohl denn Moment mal eben, muss man eben überlegen, ob ich das nun misten tue oder ob ich das mit Kompost mache. Ja, das werden wir beim nächsten Mal, werden wir das sehen. Da werde ich dann mal eine Sache einfahren über Curseplay.
Und dann werde ich das dann anschließend gleich mit dem Trecker denn unterflügen. Ja, gut. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Spaß, das Schauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann.